Guten Morgen! Hallöchen, meine Lieben. Ich grüße euch, dich hier zu meinem Video, zu unserem Vlog. Ja, wir haben früh morgen, habe die Kinder weggebracht und fahre gleich zur Arbeit. Zuerst fahre ich kurz zur Post und dann fahre ich, genau, dann fahre ich auf die Arbeit. Ich möchte auch heute unbedingt zum Filmen hin, weil ich möchte meine andere Brille, die zeige ich euch. Bestimmt habt ihr das schon vergessen, dass ich die habe. Das ist nämlich so eine schöne Brille und die habe ich mir so lange gewünscht. Und irgendwie passt das mit der Stärke nicht. Wisst ihr, was ich meine? So. Moment. So. Das ist nämlich so eine schöne Brille und die würde ich so, so gerne tragen. Und ja, ne? So ist okay. Also ich muss noch mal überprüfen einfach, ob da einstimmt oder nicht. Ich möchte, weil ich meine, die hier, also die ist auch schön, ja, die werde ich auch tragen, ne? Das ist so ein leichtes, ja, hier ist so lila und so, ne? Ist das. Aber die ist halt was größer. Und ich weiß nicht, will ich. Ich denke, das ist so. Ich denke, das ist so anders, wenn ich bin. Ich entweder ist es einfach nicht gewohnt von mir, die Brille zu tragen. Aber ich habe mir so ein paar Mal sie angezogen und gedacht, mir wird entweder schwindelig oder ich bekomme Kopfschmerzen. Und so beim Laufen wird das so komisch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, ich weiß nicht, richtig komisch. Das ist halt schade. Ich will das nochmal überprüfen. Die ist nämlich sehr, 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 sehr schön. Goldig. Ich habe da noch so viele gesehen. Oh, so viele schicke Brille mit hier so Glitzer und so. Sowas will ich auch mir holen zum Beispiel. Sehr, sehr gerne würde ich mir da holen. Aber ich will erstmal hiermit abklären und ja. Na, ich muss mich auch ein bisschen mal gewöhnen, dass ich mal öfters auf jeden Fall so Brillen anhab, weil sonst tue ich meinen Augen nicht gut. Und das ist ja dann auch Mist. Ne? Genau, die mitnehmen. Und ja, auf jeden Fall muss ich zum Filmen rein. Irgendwie danach muss ich mit meiner Tochter wegfahren zu einem Termin. Was super wichtig entscheidend ist. Ja, zu Leonie, Update, ja, es geht ihr so ganz okay, aber noch nicht viel besser. Mal gucken, Antibiotika muss ja anfangen zu wirken, spätestens heute auf jeden Fall. Gestern hat sie ja 3, das ist die 4. Tablette, die sie jetzt angenommen hat. Nee, Moment. Montag eine, Dienstag 2, Mittwoch. Ja, 4. hat sie jetzt eingenommen. Genau, heute Morgen. Ja. So, na gut, ich plaudere dich jetzt nicht voll und wir sehen uns später. Gell? So, schon. Schaut mal, es regnet. Es regnet einfach heftig. Ja, beim Filmen hat sich nichts ergeben. Ich hab jetzt einen Termin bekommen. Ja, und da werde ich jetzt nächste Woche Mittwoch werde ich jetzt dran sein und erklären, wie, was und wo mit meiner Brille, was nicht stimmt. Zum Glück habe ich nicht so weit geparkt. Zum Glück. Das ist schon voll, ne? Hier.
Echt Wahnsinn. Ja, jetzt ab, schnell ins Auto. So, meine Lieben, ich bin ready to go. Also für die Arbeit fertig. In meinem Kleid. Genau. Und ich will aber erstmal meine Brille sauber machen. Und dann stelle ich euch ein bisschen bequemer hin, damit ich das machen kann und mit euch plaudern kann. Ja, ich habe jetzt noch eine Stunde. Und dann geht's abzuarbeiten. Ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen ausgeschlafen. So. Genau. Meine Brille sauber machen, auch die, die ich im Auto liegen habe. Muss einmal sauber machen. Ich weiß nicht, den Tuch muss ich mal eigentlich waschen. Aber die Brille muss ich auch auf jeden Fall. Ja, ich überlege mal, welche Brille ich anziehe gleich. Weil diese, die lila, die ist eigentlich in meinem Auto. Ne? Die habe ich irgendwie früher mal so gern getragen. Und danach habe ich gesagt, ja, okay, irgendwie ist die Farbe doch nicht so in. Und ja, habe dann noch irgendwie im Auto gelassen, habe ich gesagt, ich lasse das fürs Auto. Ja, heute Morgen war Regen und ich habe die Jungs zur Schule gefahren auch. Es hat geregnet und jetzt scheint die Sonne aber richtig schön. Ja. Ja, magst du dich? Ist scharf? Ja. Naja, das ist Zitrone. Also irgendwie schmiert das. Ich glaube, ich muss einen sauberen Tuch nehmen. Oder ich nehme Küchenrolle. Ich hoffe, es stört euch nicht im Hintergrund. Das ist die Spülmaschine. Und ja, genau, ich habe mich jetzt einfach fertig gemacht. Dann fährt mich mein Mann zur Arbeit und dann fährt er noch Termin erledigen mit Leonie und ja, ja, wir sehen, was heute mir der Tag so bringt, wie viele Kunden kommen, ja, mal schauen. Ich freue mich nächste Woche Mittwoch, ganz ehrlich, auf den Termin beim Fehmarn. Also ich muss mich noch mal im Spiegel gucken, ob ich die hier lasse. Beim Fehmarn, dann kann ich endlich meine goldene Brille machen. Weil ich bin so ein Mensch, ich mag ganz, ganz viele Brille haben. Also, ne? Auch mal mit Schwarz und mit Weiß und ja, ne, ich habe hier, die zwei sind lila, also die anderen grauen, die hat ja die Leonie, ich habe ja noch andere gehabt, aber dann wollte sie auch ein Grau, das sind diese hier, das waren meine, ne, die Leonie trägt sie auch nicht, die liegen einfach so, die sind auch halt sehr, sehr schön. Beziehungsweise ich mache die jetzt sauber, man kann sie anziehen. Und ich mache hier, ich benutze nicht so gerne diese Glastücher, ich benutze eigentlich sehr gerne nur Wasser und Spülmittel. Ich weiß nicht, wie ihr das macht mit euren Brillen, aber ich glaube, ich muss noch mal ein Tuch zusätzlich. Ja, also ich meine, Brillenträger ist eigentlich so schwer zu sein, glaube ich. Man muss immer putzen. Ich habe auch dieses Anti-Schwitztuch. Das ist so Anti-Beschlagtuch, ne? Habe ich auch letztes Jahr gekauft. Boah, die sind jetzt schön. Jetzt sind die schön. Ja, damit man das halt, ne? Eben.
ja, gut sehen kann. Ne? Vor allem damals bei Corona. Nee, ich habe das nicht letztes Jahr, voriges Jahr gekauft, wo noch Corona war. Ne? Da hat man ja noch die Maske gehabt und so. Ne? Dann hat man geschwitzt. Und ich habe wirklich auch verschiedene Tricks in YouTube gesehen, mit Rasierschaum und so. Das hat nur für kurz was gebracht und danach nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ne? Jetzt habe ich hier irgendwo ein Haar jetzt. Also, jetzt habe ich hier immer noch einen Streifen. Das stört mich. Kennt ihr das? Das muss schon eine richtig klare Sicht sein. So, ich glaube, ich lasse diese Brille an. Oder? Was sagt ihr? Ich muss jetzt zum Spiegel. Ich muss erstmal gleich zum Spiegel gehen. Dann nehme ich diese Brille mit, weil eins brauche ich auf jeden Fall im Auto. Beziehungsweise ich will auch Leonis Brille sauber machen. Vielleicht zieht sie die ja an. Ja. Weil eigentlich muss sie auch Brillen tragen und nicht aussehen. Ja. Aber das ist wie bei mir auch. Ich kann mich da irgendwie nicht so dran gefühlt, immer noch nicht. Und dann, ja, keine Ahnung. Dann lasse ich das immer mal liegen. Obwohl gestern hatte ich das fleißig, meine Brille ganzen Tag an. Irgendwann später am Abend, dann habe ich sie ausgezogen. So, ich glaube, wir gehen mal hier hin, damit es nicht so laut ist für euch. Oder? Ich glaube, ist besser. Möchte. So. Möchte Leonie Brille auch so mit dem Tuch nochmal drüber polieren. Leonie, ziehst du deine Brille an? Nicht? Hast du das Brillentü oder wie die heißen da? Hä, du hattest doch. Ja, weil ich deine Brille gerade sauber gemacht habe und gedacht habe, du legst die da rein, damit sie nicht stauben. Ja, also wir haben im Prinzip mit Leonie, kann man sagen, die gleiche Stärke. Ja, und das war meine Graue. Aber Leonie hat ihre Gläser drin, ne? Für mich ist sie ein bisschen zu schwach. Aber das war meine auch absolut Lieblings. Brille und ich nehme halt dieses Gestell super günstig, also für 10 Euro, 15 Euro. Dieses Gestell hatte ich für 40 Euro, ne? 39,95. Aber sonst nehme ich das so günstig, weil ich sehr gerne eben viele verschiedene haben möchte. So, und was ich sagen wollte, das ist, wie heißt das? Ich habe online gesehen, auch in TikTok, in den Werbungen, überall. Jetzt gibt es so viele schöne Gestells mit Glitzer und richtig groß und so. Ja, bloß weiß ich nicht, wie es geht. Wenn du wirklich vielleicht zufällig weißt, wie es geht, wie man sowas macht, online. Geht man da die Stärke ein oder wie funktioniert das? Wie weiß ich da, ob die Brille mir steht oder so? Wie macht man das online? Würde mich gerne mal interessieren. Falls da jemand Erfahrung hat, könnt ihr bitte mir in den Kommentaren schreiben. Da wäre ich euch echt ja, dankbar. Genau, weil ich hätte sehr, sehr gerne dort ein paar Brillen. Wenn ich nicht vergesse, schaue ich auch direkt gleich online und dann mache ich Screenshot, dann so welche ich ungefähr haben möchte. Ja, genau. So, dann bringe ich die Brille weg, die bringe ich in meine Tasche weg, weil das ist alles, was ich jetzt erledigt habe. Das ist das Wichtigste, weil ich brauche auf jeden Fall immer eine Brille im Auto. Weil sonst, wenn ich eine zu Hause vergesse und doch irgendwo abends unterwegs bin, tagsüber geht es ja noch, aber abends sehe ich gar nichts, da bin ich Blindfisch. Und ja, Blindfisch sage ich immer, weil ich ein Fisch bin und ich weiß nicht, ich sage immer Blindfisch. Ich glaube, das sagen viele oder so.
Ja, also ich sage es immer zu mir so, ich bin Blindfisch. Genau, naja, egal. So, ein bisschen aufmachen. Schön, 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 wie das Licht hier reinkommt, ne? Ja, ihr Lieben, ich werde mich auch verabschieden und wünsche wie immer jedem Einzelnen positive Energie, gute Laune, Gesundheit, ja, liebe Menschen um uns herum, um uns jeden, das wünsche ich. Ja, ganz viel Sonnenschein hier drin. Ja, ganz viel Liebe und dann wünsche ich euch ja ein schönes Wochenende, alles, alles Liebe und bis morgen, bis zum neuen Video. Deine Xenia, tschüss. Thank you.